Perfekt, perfekt, perfekt. Gut, ich gehe dann weiter Diamanten suchen. Ja. Wäre halt dann eine gute Maßnahme. Weil wir brauchen halt wirklich so, ganz viele Diamanten. Ich werde in der Zeit... erstmal brauche ich nochmal ein bisschen... die Frage Fackeln. Ist, wo habe ich jetzt runtergegraben? Ach du Scheiße. Hoffentlich finde ich das jetzt wieder. Ja, ich glaube... Oh, ich habe es gleich auf Anhieb gefunden. Warte mal. Nice. Ah, ich hänge hier fest. Das ist quasi am ersten Feld vom Wasser. Okay. So, ich habe hier unten noch 17 Eisen. Okay. Ein bisschen Kohle mitnehmen. Okay. Buddeln dann einfach mal hier in diese Richtung, da war ich noch nicht. Okay, musst du im Moment noch zu unserem Verzauberungstisch nee, runter? Im Moment nicht, erst wenn ich wieder neue Diamantsachen habe. Okay, ich mache aber jetzt trotzdem schon ab hier zu. Ich traue der ganzen Geschichte nicht, dass da doch irgendwer mal runterkommt. Ja. Okay, weiter buddeln. Taros kann nicht mehr. Eine machen wir noch. Okay. Ja, die werde ich halt verlinken. Aus deinen Parts dann. Jo, kannst du ja machen. Ist ja kein Problem. So, jetzt... Oh, Diamanten. Jetzt geht's schon los, dass meine Hungerleiste nach unten geht. Okay. Ja, wir haben aber ja hier unser... Feld mit 6 Seeds drauf, ja. Ja, ja. Nur 6? Ja. Mehr hatte guck ich nicht mehr gekriegt. Guck mal in die Truhe. Meinst du, da sind noch welche? Da müssten eigentlich vielleicht noch welche sein. Guck gleich mal. Also in der oberen Truhe. Da müsste eigentlich noch was drin sein. Wow. Oh Gott. Kommt da ein Creeper von oben runtergefallen? Glaub's nicht. In 13 Minuten noch. So, nein, keine Seeds mehr in der Kiste. Doch, 42. Das ist nice. Wow. Oh, Lag. Ja, extremes Lag. Da müsste ich ja eigentlich fast... Erstmal noch ein paar Fackeln machen. So, Holz, Holz, Holz. Boah, unser Holz ist aus, ja. Ne? Wir brauchen neues Holz. Weil... Auch für ein neues Schwert und alles. Dick. Haben wir ja nächste Aufnahmesession auf jeden Fall Zeit für. Ich hab gleich einen Diamanthelm. Okay, perfekt. Dann mal sehen. Ich vergrößere jetzt erstmal unser Feld. Boah, jo, das leck. Ist auf jeden Fall wichtig. Ja, wieder leck. Und auf alle Fälle dann hier noch fucking Placer, dass es schön hell genug ist. So.
Dürfte es reichen. Das Problem ist jetzt, ich kann mir keine Werkzeuge mehr herstellen, ne? Ja. Schade. Ich habe schon einfach einen riesigen Lavasee gefunden, aber einen wirklich riesigen. Das wird jetzt zum Problem. Ich brauche eine Spitzhacke. Haben wir nicht noch irgendwo welche? Ein Stein. Okay. So, nächster Eisenblock. Nächster Eisenblock. Oh, ich kann einen Amboss machen. Warum mache ich den? Ach so, ich brauche ja den hier. Okay. Den Amboss place ich dann auch unten beim Verzauberungstisch, ne? Ja. Oh. Ist er hingefallen? Oh. So, Sharpness. Dann muss ich wohl über das nochmal verzaubern. Oder Moment, nee, ich habe ja zwei Sharpness-Schwerter. Zack und zack. So, Schärfe 2. Boah, das kostet nur 4 Erfahrung, die zwei zusammen zu machen. Boah, ich könnte mir ein Schärfe 3-Schwert machen. Was? Ja, nee, ich sag, wenn ich jetzt... Warte mal. Nee, ich brauche jetzt nochmal 2 Schwerter normalerweise. Oder geht das so? 2 und 1? Nee, ich brauche jetzt 2 Zweier-Schwerter, um Schärfe 3 Schwert zu machen. Okay. So, und ich würde jetzt fast sagen, ne? Ah nee, wir haben hier noch 13 Holz. Ich kann mir doch noch für die Folge Werkzeuge machen. Diamant gefunden. Sehr schön. So, zack. Komm, wachs schneller, du Gemüse. Das ist das Falsche. Zack und zack. Ah, so, ich habe jetzt 2 Schärfe 2 Schwerter. Jetzt brauche ich... Wie viel Erfahrung kostet mich das denn? 9 Erfahrungspunkte für Schärfe 3. Okay. Also das ist nice. Die werde ich jetzt noch schnell farmen. Ein Schärfe 3 Eisenschwert, ich glaube, das ist auch nicht zu verachten. Ja, das ist extrem nice. Lag. So. Kommt gleich. Okay. Glaube ich zumindest. Nee, doch nicht. Dachte nur, weil ich beim Placen der Blöcke keinen Sound hatte. Ja, das ist natürlich auch gut, wenn man sich keine 3 Eisen aufhebt, um sich aus Eisen dann eine Spitzhacke zu machen. Ich brauche ein Eisen. Okay, geht's dabei mit der Steinspitzhacke weiter? Oh, ich habe kein Essen mehr. Ich auch nicht. Und mir fehlen schon 2 Hungerbalken. Ja, mir fehlen fast alle. Wir müssen gucken, dass wir gleich auf jeden Fall noch Zombiefleisch. Zombiefleisch haben wir sogar, glaube ich, noch bei uns in der Kiste. Der oberen. Ja, ich habe selber noch ein bisschen. So, ich brauche unbedingt 9 Level. Ich will das Sharpness 3 Schwert haben. Ich will nichts sagen, ne? Ich bin voll dir. Sehr schön. Ne, ich kam jetzt nicht dazu wegen Feld und hier ja. Amboss und ja.
Aber das Schwert, wie gesagt, das wird schon mal gut. Das müsstest du jetzt auch noch mitkriegen. Das heißt, du brauchst 4 Level für jeweils Level 1 Schwerter. Dann nochmal 2 mal 4. Jetzt sind wir bei 12 Level und die 9 sind wir bei 21. Dann hättest du ein Sharpness 3 Schwert. Wir brauchen Bücher, oder? Oder wie macht man das? Nö, du machst im Prinzip so, du nimmst dir ein normales Eisenschwert, packst eine Level 1 Verzauberung drauf und guckst dir halt, dass du Schärfe bekommst. Und das heißt, du packst in den Amboss zweimal Level 1 Schwerter rein und dann brauchst du 4 hier Erfahrungspunkte und bekommst Sharpness 2. So, und das musst du ja halt zweimal machen, dass du zweimal Sharpness 2 hast und dann bekommst du den Sharpness 3 mit 9 Level. Okay. Nice. Okay, das ist richtig gut. Und, weißt du, ich habe mich in der letzten Staffel schon gewundert, warum laufen wir alle mit Eisenschwerter rum, ne? Oh, endlich Eisen gefunden, ne? Aber das ist eigentlich kostengünstiger, als wenn du dir mit dem Dia-Schwert verzauberst, ne? Dann betest, dass das irgendwas Gutes bekommt. Was natürlich noch geil wäre, wenn du zum Beispiel auf einem Eisenschwert einen Fire-Aspekt draufkriegen würdest. Und das dann mit Schärfe 2 oder 3 kombinierst, ne? Du kannst da richtig gute Schwerter draus machen aus den Eisendingern. Das ist nice. Aber kein Eisen mehr? Nein, aber ich bring gleich ein bisschen was mit. Auch unten nicht mehr in der Kiste? Nein. Da ging, glaube ich, alles von Amboss drauf, größtenteils. Ja, so, keine Spitzhacke mehr. Ich habe auch gar nichts mehr. Ich bringe jetzt mal 6 Stück mit. 1 brauche ich, dann kannst du noch 5 haben. Okay. Ja, ich habe jetzt halt Sharpness 2 und 1 Genau, das heißt, 1. Du brauchst jetzt noch 2 Schwerter, wo du jeweils Sharpness 1 drauf donnerst. Okay. Und du brauchst jetzt quasi wieder ein Sharpness 2 Schwert. Also du machst eigentlich quasi das gleiche wie gerade nochmal. Nee, ich habe das Sharpness 2 habe ich ja ganz normal bekommen. Achso. Also ich mache mir jetzt nochmal ein Sharpness 1. Du machst dir jetzt zweimal Sharpness 1. Eins habe ich ja. Okay, dann brauchst du noch ein Sharpness 1. Die beiden Einser packst du in den Amboss. Okay. Und für 4 Verzauberungspunkte bekommst du den Sharpness 2 aus dem. Und dann packst du deine die Sharpness 2 Schwerter beide auch wieder in den Amboss und bekommst Sharpness 3. Und wenn du dann noch ganz extrem bist, dann könntest du quasi zweimal Sharpness 3 machen für Sharpness 4. Okay. So, endlich wieder eine Eisenspitzhacke. Jo, ich habe jetzt 2 Sharpness 2. Genau, und die packst du beide wieder rein? Ja, aber ich habe nicht genug Level. Brauchst wie viel Level brauche 9. Ich? Okay. Level ich jetzt nochmal ein bisschen bis Folgenende. Jupp, werde ich auch tun, weil ich brauche noch meine Dias. Nein, nicht laufe. Nicht laufe. Laufen ist nicht gut, wenn eh schon Hunger fehlt. Unser Feld braucht aber auch ewig. Ich würde sagen, dann nächste Aufnahmesession rasten wir aus. Ja, wie gesagt, nächste Aufnahme, wie gesagt, ich möchte halt noch Full Dia auch haben. Ja. Mein Sharpness 3 Schwert. Und dann müssen wir sowieso hoch. Wir haben, wie gesagt, kein Holz mehr. Wir haben kein Essen mehr. Okay, das wächst zwar jetzt hier unten schon, aber halt langsam. Ja. Mob-Spawner, das wär's jetzt. Das wäre das Größte. Wir hatten ja einen, ne? Aber der ist jetzt so weit weg. Ja, das ist einfach. Lohnt sich schon fast nicht mehr. Ich glaube, ich würde den auch nicht mehr finden. Das erst recht nicht. So. Aber einen Vorteil hat es zumindest, ist im Moment unsere schwarze Wolle noch nicht abgebaut worden. Ja, aber die ist auch gut versteckt, würde ich sagen. Hoffen wir mal, ja. Ist zwar ziemlich nah am Spawn. Ja, ziemlich simpel, aber
sollte sich eigentlich bewähren. Oh, hier sind Diamanten, hast du vergessen. Okay. Habe ich die übersehen? Vielleicht weil es so dunkel war? Kann sein. Also wenn sechs Stück. Wenn du dann hier, wirklich noch Dias abzugeben hast, ne? Ja, die kriegst du alle. Ich brauche keine mehr. Oh, ich habe auch welche gefunden, ne? Okay. Ich glaube, ich hatte... Wie viel hatte ich jetzt unten in der Kiste? 4, glaube ich. Oder 5? Ich habe nochmal 5. 10? Ne, 11? Yep, 11. Okay. Okay. Also ich könnte mir auf alle Fälle schon... Okay, Ende. Okay, Ende. Ich laufe nur noch mal schnell zurück zum Lager und dann ist alles super. Das mache ich auch. Nicht laufen. Hunger sparen. Ja, Hunger sparen. Gehen. Na gut, dann haben wir nächste Folge dann unsere Sharpness 3 Eisenschwerter. Und eventuell dann, ich sag mal so, vielleicht noch ein, zwei Folgen hier unten, ne? Ja, und dann geht's los. Und dann Full Dia Rüstung hoch, Sharpness 3 Schwert und dann ein bisschen Terror machen. Ja. So. Dann würde ich sagen, loggen wir uns hier aus. Jo. Wir hoffen natürlich, euch hat's gefallen. Tschüss.